Lesen Sie weiter. Nach einem Jahr kann ich nur sagen, tolles Produkt. Nach dem ersten Schreck bei der Lieferung. Das Ding kam so, ohne weiteren Karton. Aber, es kam wie angekündigt, pünktlich und obwohl es in keinem weiteren Karton war, unbeschädigt. Also ausgepackt und gelesen. Also gut. Erstmal nicht gelesen, den Korb herausgezogen und die Hälfte davon auf den Boden gezimmert. Dann gelesen und beim nochmaligen Lesen gewusst, wie man das Ganze macht. Semikolon, ich muss zugeben, ich war am Zweifeln, ob das Ganze mit der Heißluft so funktioniert, wie beschrieben. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Die Testpommes waren knusprig, lecker und so gar nicht vertriefend, wie man es sonst so kennt. Ich war definitiv überzeugt. Das einzig Ungewohnte ist, dass ungefähr 400 Gramm Pommes gut 20 Minuten dauern. Weiß man das jedoch, kann man ja dementsprechend planen. Nach dem Gebrauch war das Gerät bzw. der Korb ratzfatz gesäubert und im Schrank verstaut. Kein aufwendiges Putzen also. Ich kann das Gerät absolut empfehlen, allerdings möchte ich dazu schreiben, dass, wenn mehr als zwei Personen im Haushalt leben, man vielleicht das Modell mit dem größeren Frittierkorb nehmen sollte, denn der ist für eine Familie definitiv zu klein. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Bewertung etwas helfen und die ein oder andere Frage beantworten. Wenn ja, würde ich mich über ein hilfreich freuen. Haben uns diese Heißluftfritteuse angeschafft, weil wir gerne Fettemma essen wollten. Normale Fritteusenpommes gelingen prima bei 25 Minuten und 180 Grad und schmecken ebenso wie in Fett frittiert. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten.